Moin Leute, hier zurück bei God of War Ragnarök. Achso, verdammt, das haben wir ja schon gesehen. Schon viel besser, danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr. Ja, bla bla. Das haben wir schon alles gesehen im vorigen Bit. Ist natürlich ein bisschen doof gerade. Ich hoffe, er hat trotzdem die Upgrades gemacht. Komm einfach mit. Mir ist nämlich gerade nicht ganz so sicher. Ich hoffe aber, ja. Sieht aber so aus, oder? Ja, doch. Ja, ich glaube schon, dass die ganze... Ja, ich glaube, die Upgrades sind durch, ja, doch. Das ist also von Tyr übrig. Ach so, es war auch schon. Da, wo ich herkomme. Na schön. Essen vielleicht? Nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse? Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich? Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden kann. Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Richtig schlafen. Den ja, mal schauen. Schlaf eines freien Mannes. Ohne Allvaters Auge auf mir. Ja, ich glaube, Odin ist so mächtig, er sieht das hier auch. Da geht's weiter. So, wir wollen jetzt natürlich weitermachen und gucken, wie es hier mit der Hauptquest weitergeht. Definitiv. Weißt du was? Die sind in der Vorratskammer. Ich schau leise nach. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, sich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Hä? Achso. Wie wär's mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr? Hast du ihn gefunden? Warum zeige ich's dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? So, der Pfad, alte Freunde, okay. Hat begonnen, los geht's. Schnell, schnell, schnell. Ja, spielen, 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 spielen. Muss gut, dass auswählen. Du deinen Schlüssel okay. Von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein. Ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein. Ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh.
Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Trauma, ja? Na, ich hab was Schlimmes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Ufer der Neuen. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Ein gefrorener Blitz? Ja. Willst du es dir ansehen? Nein. Sind wir im Eis wieder hier? Interessant. Looten kann ich auch, okay. Kann ich auch kämpfen? Eine Truhe. Haha. Nicht so einfach, was? Sei still! Tja, so stark ist er noch nicht. Was siehst du mich an? Von mir hast du die schicke Bogensehne. Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Jaulwa! Kaputt. Ich repariere ihn später. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saber? Ja. Moment mal. Ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise hin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sehr gut. Das brauche ich. Da, das Problem ist halt, oder, ne, also es ist auch ein sehr heftiges Loot-Game, ne? Man kommt hier nicht drum rum, alles anzugucken, um alles mitzunehmen, damit man halt seine Sachen upgraden kann. Das ist echt ein bisschen doof zum Teil, aber ist auch okay, aber das ist halt ein bisschen anstrengend. Damit unterbricht man so ein bisschen ab und zu den Fluss zum nächsten Questabschnitt, so, ne? Schieß aufs Fass! Da ist noch Klingstein dran. Ja! Fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Ja, Bogenschießen macht irgendwie ganz Bock, ja. Das stimmt. Ha. Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Sieht nach Zwergen aus. Ah. Es ist Klingstein, aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Einen anderen Winkel? Bei dem Ruderern scheint etwas versteckt zu sein, wenn ich das bloß verbrennen könnte. Ja, wenn bloß dein Vater hier wäre. Das habe ich nicht gesagt. Hä? Naja, guck nochmal durch die Gegend hier. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. Du was? Tja, jetzt muss ich erstmal glotzen hier. Moment. Hier ist arm, also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Oh oh. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Wer sagt, du musst sie anfassen? Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Irvaiza! Glaubst du, das Zeug wegkommt? Etwas Hilfe wäre gut. Ah, na gut, ja. Ich nimm das, du fieser Steinhaufen. Weg von mir.
Raus, Sindri. Harte Worte. Es wird ihn treffen. Sei still. Soll ich helfen oder nicht? Schon gut, schon gut. Noch jemand? Ja. Erwaita! Easy! Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Ja, du brauchtest Hilfe. Was soll's? Ja, Atreus läuft rund. Macht Bock. So, geh nicht weg. Muss ich wohl nochmal mit Kratos hin, wa? Irgendwann, irgendwie. So, ich muss mal was gucken, ob ich alles abgegradet habe. Keinen kleinen Moment. Ne, hab ich nicht. Siehste? Schon fast gedacht, dass da noch was frei ist hier. Aber. Das kostet 2000. Ne, ist. Moment. Aggression? Nee. Ich trade mal einfach irgendwas ab. Darf natürlich nicht vergessen, ne? Mist, der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das Ganze? Vielleicht hat dein Vater die ganze Kraft. Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Boah, das ist aber her. So, auf geht's. Jo, geil. Hat er einfach irgendwo aus der Tasche gekramt. Ist ja wie bei Harry Potter, Alter. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Dunkel, Freya ja, würde mich nicht töten. Und Jörmungandr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Jormuteyom Senu. Der Rufe ist eigentlich die Schlange, die große, ist oder? Ist gar nicht seltsam. Ja, das ist halt die Schlange. Nee, die kennen wir auch, kennen wir aus Korinthal. Fimbul Akatar!
Mehr hast du nicht? Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Ich will dem Gebiet auch nochmal looten, hallo? Da unten war ja noch was für ein Fahrstuhl. Ja, ich glaube, das war die Weltschlange, ne? Da geht es nicht wieder zurück. Ich kenne einen anderen Weg. Hier lang. Yippie. Mal kurz mal gucken, wie das Viech heißt. Moment. Achso, da können wir es upgraden. Moment. Ja. Hat eh ausgerüstet, oder? Ja, okay. Konnte ich ja nichts machen. Da ist die Weltenkarte. Ufer der Neuen. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Ich wollte die Weltenschlange angucken. Das wollte ich machen. Mann, du. Jormudgrö, sagte Eisenwald. Ja. Der schöne Bogen. Hallo, Atreus? Mach dich mal nicht kaputt. Lässt du mich mal nach. Ja, los. Mach mal. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt, da ich weiß, wo sie ist. Ja. Genau, das werde ich tun. Scheiße. Sag ja, nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Ich bin doch klein genug, wieso komme ich da nicht durch? Aha. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Gaunver! Glaubst du, das Zeug wird verfallen? Atreus muss auf jeden Fall auf Entfernung spielen. Oh, Moment. Oh. Jetzt hat er vorbeigeschossen. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Da irgendwo eine Seuche hat er denn geschmissen. Weg damit. Ist ganz schön dunkel hier. Ist ja gar nichts. Was kann ich da eben? Nee. Oh je. Oh je? Wer sagt denn oh je? Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Er zaubert irgendeinen Kram aus der...
aus seiner Tasche und kann noch nicht mal da runter irgendwie. Gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst. Das ist cool. Da kriegen wir nämlich gleich was da, wo wir schmieden können. Das ist schön. Das ist schön, Sintri. Das ist schön. Ja, ich muss nur noch mal entschuldigen, dass ich verschnupft bin. Wie gesagt, das dauert, bis es weg ist, leider. Da kann ich wieder hoch. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Oh. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Da steht schon wieder einer. Also wie ist sie hier jetzt echt ausweichen, ne? Aktuell. Boah. Elva Isa! Okay. Worauf wartest du noch? Ach so, ups. Sorry. Einfach weiter. Nicht gesehen. Ach, die Fetter. Was? Moment mal. Wieso kann ich das nicht abschießen? Verstehe ich gerade nicht. Oh, hier ist ein Wikinger-Schiff, cool. Das geht nicht. Ich weiß nicht wieso. Egal. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. So. Wir sehen Sie gar nichts. Zum Rad. Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Hacksilber. Ach, steht doch wieder welche hier. Elva Isa! Da steht noch einer, oder? Lädt nicht ganz so schnell nach, leider, das ist das Problem. Könnte ein bisschen schneller sein, wäre schöner. Ja, kriegt auch so hin. In Ordnung. Mehr Klingstein. Da kann ich anscheinend wohl nichts anzünden. Da auch nicht. Naja, okay. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Ja, toll, Atreus. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein. Neuen anderen Winkel. Wo finden wir denn den anderen neuen Winkel? Oben oder was? Nee. Scheiße, muss ich erst mal kurz gucken hier.
Und das wird dauern. Irgendwie vorbeikommen, aber wo ist denn hier was zum Anfeuern? Das ist gerade eine riesige Frage hier. Ich sehe es von hier. Aber ich kann es nicht treffen. Da sehe ich auch nirgendwo irgendwas zum Anfeuern oder so. Da oben sehe ich was. Kann ich da ranspringen? Ja toll, jetzt hänge ich hier fest, ey. Das mag ich ja überhaupt nicht. Kann ich da irgendwas anzünden hier, irgendwas? Ich glaube, es kann nicht so schwer sein, ich sehe es nur einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Das ist halt gerade ein Riesenproblem. Aber wahrscheinlich muss ich weiter hochklettern, oder? Ach, da ist das Ding. Guck mal, da ist der Kochtopf, ey. Ey. Dieses hier kann nicht so schwer sein. Einfach nochmal gucken. Ja, ja. Schön doof. Ja, ich bin so erschrocken gerade. Hm. Natürlich nicht. Nee, hab ich nicht. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Mann, da war noch ein Kochtopf. Moment! Kleiner Moment, sorry. Da muss echt alles einmal angucken, ey. Das ist echt. Ich meine, das war alles logisch, ja. Ich wusste, dass ich musste irgendwas anfackeln. Ich habe den Topf noch nicht gesehen. Passiert leider. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt. Gutes Argument. Wenn du auf mich gehört hättest. Kann ich nicht dasselbe sagen? Was meinst du, von wem ich das habe? Oh ja, moin. Wer war Issa? Okay, mir war das jetzt nicht, aber mit dem Schulterhauen ist gut, oder was? Hier bleiben beide Hände da oben. Ja, geht doch ab. Ich muss weiter hoch. Das Kiosk geht ab.
würde Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Ist hier noch irgendwas? Irgendwas zum Runterschießen? Da ist schon mal was zum Runterschießen. Richtig fett Loot hier mit Atreus, ey. Richtig geil. Oh. Da war ein Hirsch. Kleiner Moment. Schade, doch zu wenig. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr. Wie viel Hacksilber habe ich jetzt eigentlich mittlerweile? Wo steht das denn? 7885. Aha. Ich habe bestimmt einige Fässer übersehen. So, ich wollte es da drunten sagen. Es erwischt mich hart und er zieht mir richtig viel Energie ab. Nerv. Haben sie gerade den Hirsch gekillt hier? What the fuck? Ich schieße mal auf den, der läuft. Ich glaube, der hier vorne, der ist auch schon. Ich bin oben angekommen irgendwo. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Alles. Nicht bloß ein Kompass. Das ist Syntri, oder? Davon da bin ich ja gekommen, oder? Ich glaube schon. Bin jetzt nicht ganz sicher. Sauber! Kiste. Und ich, man sieht ja nichts, weil es so dunkel ist. Da schießen schon wieder alle. Wie ich mir noch gedacht habe, ey. Ich muss mal kurz mal eben von Distanz aus ein bisschen schießen hier. So, weiter. Und runter schießen können. Okay, der L1-Schuss bringt also wird keine Energie abgezogen. Oh. Go!
Also ich hier kann das, richtig? Ja, ich kann das. Klaus. Ah, ich brauche irgendwas hier, um das anzuzünden. Aha. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen. Energie brauche ich nicht, lasse ich mal liegen. Ist hier eh nichts extra. Genatzt. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Ach ja, hm. Die große Tür. Überall große Türen, oder nicht? Ja. Ach, die haben wir vorhin gesehen. Bin ich. Ja, das ist die Tür. Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Ha. Hey. Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Erstmal sind den Schneeball ins Gesicht geschmissen hier. Boah, es war ein weicher Schneeball, kein fester. Kein Eisschneeball, also vollkommen okay. Hey Freya! Wie? Kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht. Ja, das sollte ich wohl nicht erwähnen. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Ich muss bestimmt gleich noch gegen Freya kämpfen, ey. Mein Tipp. Weil mit Diplomatie und Gerede ist hier, glaube ich, nicht viel. Das ja. Düptüdü. Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg! Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin.
Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Na toll. Ich will aber noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen bleiben. Naja. Freya. Das ist Freya. Das war übrigens der Wurm, den wollte ich vorher noch zeigen. Da ist noch der Wurm und das ist Freya. Hier werden die Charaktere noch mal ein bisschen erklärt. Oder was passiert ist und so, ne? Ja. Als Belohnung kriege ich eine goldene Kiste, das war nett. Ohne dass ich gegen die kämpfen musste, ja. Schallnachbeben. Metallreste aus Tyrons Tempel. Verschmolzen mit Klingstein, der mit dem Geist ist. Sorry. Sorry fürs Husten. So. Nichts großartig abgegradet hier, ey. Das fehlt alles noch. Das fehlt alles noch. Aber jetzt kann ich wieder was upgraden, hier sehe ich gerade. Ja, was? Was nehmen wir denn mal? Das Ding kostet 2000. Wollen wir erstmal Kleinsachen nehmen hier? Oder das hier? Das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Nee, Freya wird noch kommen. Die wird sich noch besinnen, hundertprozentig. Wird Tyr geholt haben. Und so.
Hey. Was soll das wieder, Atreus? Gut, dass ich gerne klettere. Ihr sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon... Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Hä? Wo ist deine Halskette? Hm? Oh! Ich hab nachgedacht und... sie abgelegt. Sie hat sie. Nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich... Bitte was? Das war gerade repariert! Über Ita! Glaubst du, das Zeug wächst auf Bäumen? Hey. Gaulba! Nachfahre! Du bist schlecht! Oh, das ist neu. Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Null. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals. Dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Oh, oh. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Geheimnisse? Los, komm. Das geh auf. Sauber! Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock starb. Was? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Wie schnell er auf einmal ist, der Sindri. Da läuft er wie weiß ich was. Wirklich? Jetzt? Er war Itza! Glaubst du, das Zeug wächst auf Bäumen? Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Ha! Ha!
Hier war ja noch was drin, aber irgendwie... Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein... Klappe. Kann ich jederzeit eigentlich stoppen? Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Wollen wir? Ja, los. Da war ja noch was im Fahrstuhl und so. Also einige Sachen konnte ich hier halt nicht holen. Leider. Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Unauffällig und schnell. Sehr gut. Los, los, los. Hä, wo ist er hin? Achso. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden? Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Ha. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Eine coole Bude, wo die hier leben, die... Wer ist die? Hodo, Brüder oder so? Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hä? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort dein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal. Klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Jetzt habe ich auch Hunger irgendwie. Auf Wurst. Ja, da geht's dann weiter. Willst du uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen.
Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alvheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja, und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Ja, ich würde sagen, guter Zeitpunkt, hier aufzuhören erstmal. Da geht's dann weiter. Zu den Alben. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber da geht's dann hin. Upgrades kann ich hier noch nicht machen. Die Karte. Ziele der Fahrt. Alte Freunde haben wir abgeschlossen eben. Da gab es doch gar nichts extra anscheinend irgendwie. Und als nächstes nach Alfheim reisen. Ja, sehen wir dann im nächsten Video, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei God of War Ragnarok. Bis dann. Tschüss.